Herzlich willkommen zu einem neuen Video. Herzlich willkommen zu einem neuen Beitrag im Bogenbalance-Blog. In letzter Zeit wurde ich des Öfteren gefragt, kannst du nicht mal einen Artikel machen über Vibrato? Und das möchte ich heute mal mit dir ein wenig angehen. Ich glaube, dieses Thema füllt mehr als ein Video. Deswegen möchte ich mich jetzt mal mit dir heute zusammen auf die Grundlage, auf die wichtigste Grundlage vom Vibrato beschränken. Du wirst sehen, wir haben da allerhand zu besprechen miteinander. Nun, was ist denn das Vibrato eigentlich? Der Ton wird belebt, beseelt dadurch, dass er ins Schwingen kommt. Nun ist der Ton ja sowieso eine Schwingung, ja, aber die Tonhöhe wird in bestimmten Rhythmen verändert, sodass die jetzt schwingt. Also das ist ein gerader Ton da. Wenn ich den jetzt ins Schwingen bringe, es wird daraus sofort ganz was anderes. Ja, und wie dieses Schwingen, wie man dieses herbringen kann, darum soll es jetzt gehen. Und in dem Wort steckt schon das Richtige drin. Wir müssen selber auch in Schwingung kommen. Das ist das Allerwichtigste. Das Vibrato, natürlich könnte man jetzt das so beschreiben, dass hier der Ton in rhythmischen Abständen höher und tiefer wird. Das geschieht dadurch, dass hier der Finger über die Saite rollt. Ja? Aber das Ganze kommt nicht durch eine gewollte Bewegung zustande, sondern es kommt durch Schwingung zustande. Das heißt, wir müssen uns selber in ein natürliches Schwingen bringen, damit das auch wirklich schön und frei klingen kann. Nun, was ist dieses Schwingen? Dieses Schwingen ist ein Schwingen des ganzen Armes. Wenn ich das hier so mal mache, dann siehst du das ganz schön, dass sich hier vor allem mein Unterarm bewegt, aber du siehst auch, dass sich hinten mein Ellbogen bewegt und mein Oberarm. Das ist ganz wichtig. Es geht hier um eine Schwingung in einem sogenannten Doppelhebel. Ja? Ein Doppelhebel ist eine Bewegung, bei der ein Teil in die eine Richtung geht, während der andere Teil in die andere Richtung geht. So wie wenn du zum Beispiel auf dem Spielplatz eine Wippe hast, bei der ein Teil, ein Kind nach oben geht und das andere Kind runter. Ja? Das ist ein Doppelhebel, ein Hebel nach zwei Seiten. Ja? Und wenn du dir das mal anschaust, dann ist es in gewisser Weise hier ein Doppelhebel. Kennst du die Bewegung? Klar, gell? Das ist nämlich nichts anderes als die Zahnputzbewegung. Ich mache sie mal rechts vor, da kann ich das besser mit dem Zähneputzen. Ja? Ja? Das funktioniert genauso. Natürlich kann man auch links hier Zähne putzen. Ja? Ja? Wie würde diese Bewegung aussehen? Was glaubst du, wenn man jetzt da keinen Doppelhebel anwenden würde? Dann würde das ausschauen, wie wenn der erste Mensch versuchen würde, Zähne zu putzen. Das sähe dann ungefähr so aus. Versuch das mal. Dann wirst du gleich mal sehen, wie schwerfällig das Ganze wird. Nein, mit diesem Doppelhebel wird die Sache leichtgängig und zu einer spielerischen Angelegenheit. Ja? Das ist die Hauptbewegung, die wir brauchen fürs Vibrato. Ja? Wahrscheinlich, sofern du nicht nur in der ersten Lage gespielt hast, hast du die Bewegung schon oft angewandt, nämlich in dem Moment, wo du Lagen wechselst. Ja? Wo deine Hand in eine andere Position geht. Und diese Bewegung, die du dazu brauchst, ja, das ist genau das, was wir auch zum Vibrato brauchen. Deswegen möchte ich dir mal hier eine ganz kleine Vorübung zeigen. Du hängst deine Finger auf die Saiten auf. Du brauchst die Saiten nicht runterzudrücken, ja, sondern du hängst sie einfach nur auf, sodass die vier Finger auf den Saiten stehen. Ja. Nimm mal zum Beispiel die D-Saite. So, und jetzt tust du so, als würdest du die Saite putzen mit einem Tuch. Ja. Und dadurch kommst du in die Bewegung rein, ganz natürlich, die das ermöglicht. Damit die Bewegung frei wird, möchte ich dir eine Sache zeigen. Das wollen wir jetzt gleich bei der Vorübung beherzigen. Schau mal hier vom Ellenbogen zur Spitze des Fingers. Ja, lege ich jetzt mal meinen Bogen hin und du siehst, dass der Arm oberhalb von diesem Bogen steht. Das heißt, das bildet hier einen kleinen Brückenbogen sozusagen über der Ebene, die zwischen dem Zeigefinger, also zwischen der Fingerspitze und dem Ellbogen herrscht. Ja. Das heißt, wenn wir später vibrieren, ja, dann wird hier eine Masse oben drüber gehen. Ja? Ja?
Mach bitte bei dieser Übung keinen Knick im Handgelenk, sondern lass das Handgelenk oben, sodass dieser Bogen eben über dieser Ebene entsteht. Ja? So, und jetzt putzt du die Seite. Ja? Lass es ganz leicht geschehen. Geh mal auf die A-Seite, mach das Gleiche. Geh auf die G-Seite und mach das Ganze schließlich auch auf der C-Seite. Du wirst sehen, du musst hier immer ein wenig mehr um das Cello rumwandern mit deiner ganzen Schulter, mit deinem ganzen Arm, damit du hier schön im Gleichgewicht auf diesen Saiten hängen kannst. So, und wenn du diese Bewegung raus hast, dann mach bitte so, dann drück die Saite ganz leicht nieder, sodass jetzt im Prinzip der Ton auch gespielt werden könnte und dann versuch's trotzdem. Ja? Versuch es trotzdem. Was glaubst du, wie wohl, wie das klingt, wenn man das jetzt streicht? Das klingt wie eine amerikanische Polizeisirene. Ne? So. Sehr übel. Und das hört man nicht gern, wenn man Cello üben hört, aber trotzdem sehr wirkungsvoll, weil du jetzt damit nämlich deinen Arm in die richtige Bewegung bringst. Auch das machst du wieder auf allen Seiten. Ja? Und jetzt bist du wirklich gewappnet und weißt, was die richtige Bewegung ist fürs Vibrato. Ich möchte dir mal was zeigen, was passiert, wenn du die Saiten runterdrückst und diese Übung machst. Schau mal her, ich versuche das jetzt mal, indem ich jetzt nur die mittleren beiden Finger aufsetze. Ja? Wenn ich jetzt da hochrutsche und runterrutsche, merkst du, was die Finger dabei machen? Siehst du das? Siehst du das, wie sie zunächst einmal durch die Trägheit der Saite, die kleben ja praktisch an der Saite, ja, da geben sie erst einmal nach. Und wenn es wieder runter geht, dann geben sie auch erstmal nach. Und so sind die Finger bei dieser ganzen Geschichte hier beweglich und zwar passiv. Sie geben einfach nur der Trägheit der Saite nach oder dieser Klebrigkeit, könnte man sagen, ja, und bewegen sich dabei, ja. Die bewegen sich im Prinzip wie Pinselhaare. Wenn das hier mein Pinselstiel ist, dann zieht der einfach die Haare hinterher. Ja? Diese Bewegung ist später das, was passiert, wenn du das Vibrato, das eigentliche Vibrato machst. Siehst du, dann bewegst du nämlich den Arm und die Finger bleiben an ihrem Platz stehen und geben nur noch so nach. Das ist genau das, was letztlich die Finger machen, wenn vibriert wird. Ja? Also, daher ist unsere Hauptübung ins Vibrato zu kommen, die, dass wir zunächst einmal in einer sehr großen Bewegung hier das Griffbrett bearbeiten, ja, und jetzt immer kleiner werden und dann hernach merken, wie die mittleren beiden Finger, ja, hier durch das Beweglichsein auf der Seite rollen, während mein Arm immer noch die gleiche Bewegung macht, natürlich kleiner. Ich mache dir das jetzt mal mit Bogen vor, wie das klingt. Das muss nicht besonders schnell sein, merkst du es? Es geht nur darum, dass du mit den Fingern stehen bleibst und trotzdem der Arm dieselbe Bewegung weiterhin hat. Also, wo du übrigens landest, ob das jetzt ein sauberer Ton ist oder so, das soll uns im Moment mal überhaupt nicht interessieren. Das ist vollkommen unwichtig. Ja? Also, es geht nur darum, dass dein Finger irgendwo auf der Seite stehen bleibt und merkt, wie er dieser Bewegung einfach nachgibt, indem er vorne hier über die Fingerkuppe rollt. Das machen wir jetzt auch mal mit dem zweiten Finger. Du siehst schon, ich habe jetzt zufälligerweise den gleichen Ton getroffen, ist vollkommen egal. Ja? Aber mein ganzer Arm schwingt und auch der Oberarm schwingt, das merke ich sofort. Auf einem anderen Ton rauskommen, macht überhaupt nichts. Halten wir es also nochmal fest. Die Hauptbewegung ist die Armschwingenbewegung und der Finger bleibt auf der Seite stehen und gibt einfach dieser Bewegung etwas nach und dadurch rollt seine Fingerkuppe über die Saiten. Das funktioniert sehr gut und sehr einfach, wenn du einen der beiden mittleren Finger verwendest. Wenn du einen der Außenfinger nimmst, den ersten Finger oder den vierten Finger,
dann wirst du merken zunächst, dass die Sache nicht ganz so einfach ist. Und dazu lass dir Folgendes sagen. Wenn du vibrierst, dann stellst du den Finger unter die Mitte des Schwerpunktes des ganzen Armes. Siehst du das? Man sagt, du zentrierst den Arm über dem Finger. Normalerweise, wenn du in der ersten Lage beispielsweise stehst, ja, dann ist dein Finger so und dein Arm steht hier so, dass alle vier Finger auf der Seite sein können. Wenn du allerdings vibrierst, geht dein Arm ein wenig zurück und nimmt den Finger sozusagen unter seine Mitte. Du wirst sehen, dass die Bewegung dann viel freier wird, als wenn der Arm so da draußen ist und an dem Finger vibrieren will, sondern nimm den Finger in die Mitte der Hand. Dann wirst du ein viel leichteres und besseres Ergebnis erzielen mit dem Vibrator. Ja? Genauso machst du es mit dem vierten Finger. Auch hier bring den Finger unter deine Hand. Übrigens, und da kommen wir gleich noch zu einer Regel, diese anderen Finger, die schließen hier so dicht wie möglich an dem Finger an, sind aber in der Luft. Das wäre, wenn ich das jetzt so mache, ich würde jetzt die Lage der Halten, ja, mit den Stellungen der Finger untereinander, wie ich es gelernt habe in der ersten Lage, dann wäre das sehr eckig. Ja. Ich muss die Hand über den Finger bringen. Wird das Vibrato sofort viel einfacher. Und damit sind wir noch bei einer Hauptregel. Du erinnerst dich bestimmt an einige Videos von mir, die ich gemacht habe, wo ich die Lagen und die Griffarten erklärt habe. Da habe ich immer gesagt, es ist absolut wichtig, und da stehe ich dazu, auch heute noch, dass man unter dem Spielfinger die anderen Finger mit auf dem Griffbrett liegen lässt. Das haben wir damals gelernt, damit die Hand lernt, in einer bestimmten Stellung zu stehen und die Fingerabstände bewusst aufs Griffbrett zu bringen. Das ist wichtig, um sauber zu spielen. Und das ist übrigens auch wichtig, wenn man schnelle Läufe spielen will. Und da macht man es jederzeit immer so, nach diesem Prinzip, ne? Unter dem dritten Finger stehen der erste und der zweite mit auf dem Griffbrett. Ja? Wenn du allerdings vibrierst, ist diese Regel komplett aufgehoben. Das funktioniert nicht beim Vibrator. Du kannst nicht denken, dass du mit dem vierten Finger vibrieren kannst, während die anderen Finger sich auf dem Griffbrett festhalten. Du kannst es mal versuchen, aber du kommst sofort in einen Krampf herein. Das funktioniert einfach nicht. Du nimmst jeden Finger beim Vibrator einzeln, auf dem du spielst. Und wenn es der vierte Finger ist, dann gehst du einfach mit dem Daumen recht nah an den vierten Finger unten ran. Ja? Nimmst den Finger sozusagen in die Mitte unter der Hand. Ja? Hier kannst du das sehen mit dem Daumen. Siehst du da? Hier ist er jetzt mehr nah beim vierten Finger. Ne? Und dann kannst du mit diesem Finger vibrieren. Bei den mittleren Fingern, die sind sowieso eher im Zentrum der Hand. Da ist das nicht so das Problem. Ja? Und beim ersten Finger, da gehst du auch mit dem Daumen nahe unter den ersten Finger und nimmst auch den ersten Finger unter die Hand. Die Finger dürfen gerne hier so etwas drüber schweben. Ja? So, damit du leicht in eine frei bewegliche Form der Hand kommen kannst. Alle Finger, die nicht auf dem Griffbrett sind, sind so nah wie möglich und so spannungslos wie möglich an dem Finger. Dann wird es funktionieren. Und damit bedanke ich mich für heute. Das ist eine wichtige Grundlage. Es ist bei weitem nicht alles, was über das Vibrato zu sagen wäre. Aber im Moment, glaube ich, hast du zu tun, wenn du diese Bewegung bei dir in Gang bringen möchtest. Viel Erfolg, viel Freude beim Üben. Und alles Gute bis zum nächsten Mal.